Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, kein Mahnmal, kein Gedenkstein, keine Tafel, nichts. Ein Parkplatz neben einer Sportanlage mitten in einem Wald, auf dem Stadtgebiet, auf der Stadtgrenze zwischen Witten und Dortmund, der Dorneiwald. Ich kenne ihn gut, als Kind bin ich dort viel Fahrrad gefahren. Nichts erinnert daran heute, dass 1940 die Wittener Sinti dort leben mussten, ab 1940 bis zum 9. März 1943. An diesem Datum wurden sie nach Auschwitz deportiert. Von den 66 Deportierten überlebten nur 10 Menschen. In der Erinnerungskultur, im kollektiven Gedächtnis der Stadt Witten, ist das Schicksal dieser Menschen bis heute nicht präsent. Und ich vermute, das wird in vielen anderen Städten, auch in Nordrhein-Westfalen, der Fall sein. Erst langsam wird über ein angemessenes Gedenken an die ermordeten Menschen erinnert. Und ich bin Roman Franz sehr dankbar dafür, dass er vor 2 Wochen nach Witten gekommen ist und dass wir dort mit Bürgerinnen und Bürgern darüber diskutiert haben, wie ein angemessenes Gedenken und Erinnern aussehen kann. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie, lieber Herr Franz, heute mit Ihrem Team hier sind. Das Beispiel von Witten zeigt, wir haben noch viel zu tun in der Aufarbeitung der systematischen Verfolgung und Vernichtung der Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus. Wir haben noch viel zu tun, um endlich angemessen zu erinnern und um Antiziganismus in die Geschichtsbücher zu verbannen. Die 600-jährige Geschichte der deutschen Sinti ist eine wechselvolle Geschichte. Sie war immer geprägt durch Gewalt und Ausgrenzung. Die Markierung als Fremde gipfelte in Poreimos. Etwa 500.000 Sinti und Roma wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Und wir wissen, nach 1945 waren Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus weder aus den Köpfen noch aus dem Behördenhandeln verschwunden. 1956, das Urteil des Bundesgerichtshofs wurde gerade benannt. Die Entschädigungszahlungen wurden eben nicht anerkannt, weil man nicht anerkannte, dass vor dem Auschwitz-Erlass von Ende 1942 es eben auch eine systematische Vernichtungspolitik gegen die Roma und Sinti gegeben hat. Erst 1982 wurde diese systematische Vernichtung der Sinti und Roma als Völkermord anerkannt. Und das war auch ein Verdienst der Bürgerrechtsarbeit der Sinti und Roma in Deutschland. Und ich finde es absolut beschämend, dass die deutsche Gesellschaft nicht eher bereit war, den Völkermord beim Namen zu nennen und sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ja, und heute? Auch heute ist Antiziganismus trauriger Alltag. Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, in der Schule oder auf der Straße bis hin zu Gewalt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass bei dem rechtsterroristischen Anschlag von Hanau eine Romni und 2 Roma ermordet wurden. Heute, am Internationalen Tag gegen Rassismus, müssen wir auch an die tödlichen Folgen von Rassismus und Antiziganismus bis heute erinnern. Wir sind gefordert, Vorurteilen immer, immer zu widersprechen. Mit diesem Antrag wollen wir die Zusammenarbeit des Landes Nordrhein-Westfalens mit dem Landesverband der Sinti und Roma noch mehr festigen. Seit über 40 Jahren wird der Landesverband vom Land NRW gefördert. Für seine großartige Arbeit bekommt er Geld vom Land, und er macht wirklich großartige Arbeit, der Landesverband. Er unterstützt die Sinti und Roma bei ihren Anliegen. Und die Erinnerungsarbeit wird ein Teil der Rahmenvereinbarung sein, aber wir wollen auch gemeinsam in die Zukunft blicken. Wir wollen das Wissen über die Geschichte und die Kultur der nationalen Minderheit der deutschen Sinti und Roma vermitteln. Wir wollen in Absprache mit den Sinti und Roma für die Förderung des Romanes sorgen. Und nicht zuletzt wollen wir die gesellschaftliche Teilhabe von Sinti und Roma stärken, denn sie gehören zu Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass dieser Antrag zeigt, dass wir Demokratinnen und Demokraten hier im Parlament gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt, gerade bei diesen Themen. Wir setzen heute ein wirklich wichtiges Zeichen mit diesem Antrag zur Anerkennung und Wertschätzung der Sinti und Roma als wichtigen Teil unserer Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte mich
bei euch und Ihnen bedanken, bei den demokratischen Fraktionen im Hauptausschuss, auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir wieder einmal es geschafft haben, bei einem so wichtigen Thema eng zusammenzuarbeiten über eine längere Zeit hinweg. Und diese Arbeit ist auch noch nicht abgeschlossen. Wenn wir diesen Antrag heute beschließen, dann ist es Aufgabe der Landesregierung, mit dem Landesverband zu verhandeln. Trotzdem haben wir vereinbart, dass auch wir als Hauptausschuss, als Parlament das Thema weiter begleiten werden, dass wir weiter dafür sorgen wollen, dass die Sichtbarkeit von Sinti und Roma gestärkt wird. Und ich freue mich auf diese Zusammenarbeit, weil sie wichtig ist, und ich will mich ganz herzlich dafür bedanken. Dankeschön.